Was wäre eigentlich passiert, wenn Voldemort gewonnen hätte? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich mir ansehen, wie die magische Welt sich verändert hätte, wenn Voldemort tatsächlich den Zaubererkrieg gewonnen hätte und die volle Kontrolle und Herrschaft über die britische Zaubererwelt erlangt hätte. Also wie hätten sich die Dinge verändert? Der dunkle Lord ist Harry Potter also endlich losgeworden und gewann die Schlacht um Hogwarts. Harry Potter war weg und er musste sich keine Sorgen mehr über die Prophezeiung oder die Horcruxe machen, die in Gefahr waren. Ich glaube, sein erster Schritt wäre, den gegnerischen Überlebenden anzubieten, die Wahl oder die Chance zu geben, sich ihm anzuschließen. So traurig es auch sein mag, ich glaube, dass viele sich ihm anschließen würden aus Angst vor dem Tod. Einigen würde er dies natürlich nicht anbieten. Voldemort ist ja nicht dumm, er hätte sicher gewusst, dass diejenigen, die Harry nahe standen, auch von den Horcruxen wussten. Also bezweifle ich sehr, dass Ron und Hermine am Leben gelassen worden wären. Für den Anfang wären wahrscheinlich alle Hogwarts-Häuser außer Slytherin abgeschafft worden. Also Gryffindor, Ravenclaw und Hufflepuff werden einfach gestrichen. Die Existenz der letzten 1000 Jahre von Hogwarts einfach so zerstört. Höchstwahrscheinlich wäre die Schule weitergegangen, halt nur ohne die anderen Häuser und mit viel strengeren Regeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Voldemort die anderen Hogwarts-Häuser behalten hätte, da seiner Ansicht nach Slytherin und in Hogwarts generell nur reines Blut vorhanden sein sollte. In den anderen Hogwarts-Häusern gab es Muggelgeborene und diese mussten schnellstens aus Hogwarts raus. Apropos Blutreinheit, Muggelgeborene, Hexen und Zauberer, unabhängig von ihrem Alter, würden alle des Diebstahls von Magie für schuldig befunden werden und in das Umsiedlungslager für Muggelgeborene gesteckt werden. Ja, es gab ein Umsiedlungslager für Muggelgeborene. Hier werden sie getrennt und entweder zur Arbeit eingesetzt oder schließlich gezwungen, sich wieder in die Muggelgesellschaft zu integrieren. Jeder, der sich widersetzte, würde natürlich getötet werden. Es würde sicherlich eine Menge Rebellen und Aufschreie geben, allerdings würde dies nicht viel bewirken, da niemand sich Voldemort erfolgreich von den Machtverhältnissen her entgegenstellen könnte. Außerdem würde es einen Marionettenminister geben, der das Ministerium leitet, und dadurch würde es komplett unter Voldemorts Kontrolle geraten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine potenzielle Ministerin für das Amt Dolores Umbridge gewesen sein könnte. Diese hätte mit Sicherheit in der Macht von Voldemort eine Menge von Regularien durchgesetzt, um das Volk und die Zaubererwelt zu kontrollieren und zu unterdrücken. Voldemort hätte langsam auch die Welt aufgebrochen und wäre rüber in die Menschenwelt gegangen, um dort Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich denke nicht, dass Voldemort viel Interesse hatte, die Menschen in Ruhe zu lassen, eher zur Arbeit oder in die Sklaverei zu zwingen. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Voldemort hätte eine Armee von Todessern erschaffen, die die Zaubererwelt an sich gerissen hätten. Natürlich alles unter seiner Kontrolle. Muggelgeborene Zauberer würden wahrscheinlich nicht mal mehr zur Schule gehen, sondern würden direkt versklavt werden. Die Hogwarts-Häuser würden abgeschafft werden und die Schulreform revolutioniert. Es wäre ein neuer Zaubereiminister eingesetzt worden, der natürlich unter Voldemorts Fuchtel steht und alles durchsetzt, was er für richtig hält. Wahrscheinlich wäre Voldemort auch in die Menschenwelt übergegangen, um dort seine Fühler auszustrecken. Natürlich wäre Voldemort auch weiter unsterblich geblieben, da er immer noch seine Horcruxe hätte. Bis eine neue Prophezeiung und ein neuer Auserwählter Harrys Platz einnehmen würde, um Voldemort und die Zaubererwelt zu retten, würde es wohl dabei bleiben, dass Voldemort die volle Kontrolle behält. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass es irgendwann jemanden geben würde, jemanden, der die Welt der Zauberer wieder ins gute Licht rückt und von Voldemorts Herrschaft befreit. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.